zusammen. Hier bin ich wieder mit der Mikro-AMT von Speaker Buddies. Im letzten Video haben wir den groben Aufbau fertig abgeschlossen, haben die Chassis mal eingebaut und haben auch das erste Mal der Box hier mal Töne entlockt, haben dann auch Frequenzgänge aufgenommen, das Ganze natürlich alles im nicht eingespielten Zustand. Mittlerweile sind auch ein paar Stunden ins Land gegangen, also das heißt, sie haben schon die ein oder andere Stunde mittlerweile gespielt. Außerdem ist das Furnier angekommen. Ja, und jetzt in diesem heutigen Video hier wollen wir uns jetzt damit beschäftigen, das Finish aufzubringen, also sprich die Furnierplatten hier aufzuleimen. Ja, und gegen Ende des Videos, denke ich, werden wir dann die Chassis wieder einbauen, dann die Box mal tatsächlich im eingespielten Zustand hören, dann auch ein paar Frequenzgänge aufnehmen. Ja, und so können wir das Ganze dann mal vergleichen, ob die Box dann auch tatsächlich das hält, was sie laut Datenblatt von Speaker Buddies dann auch verspricht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Chassis hier wieder rausholen, die Polklemmen rausholen, dann wird das Furnier aufgebracht, das Ganze wird dann geölt, dann bauen wir alles wieder ein, ja, und dann nehmen wir eben die Frequenzgänge auf. Ja, und ganz zum Schluss werde ich dann noch so eine Art Fazit ziehen, also sprich, wie einfach beispielsweise war jetzt der Aufbau dieser Box, werde, denke ich mal, so ein bisschen was so zum Preis-Leistungs-Verhältnis sagen. Aber was ich schon mal vorwegnehmen kann, das ist ein Projekt, was sich sowohl für Anfänger eignet, einfach weil der Aufbau eigentlich relativ simpel ist, was aber auch vom Klangergebnis, denke ich mal, auch den eingefleischten HiFi-Fan auch nicht unbedingt enttäuschen wird. Na gut, ich denke mal, dann geht's jetzt los. Die beiden Mikro-AMTs hatten jetzt mal ungefähr eine Woche Zeit zu spielen. Ich habe jetzt hier die Chassis wieder ausgebaut, hinten auch die Polklemmen wieder rausgeholt. Zwischenzeitlich ist das Furnier endlich angekommen. Das ist das hier, Nussbaumfurnier. Das sind solche Blätter hier. Ich wollte ja eigentlich so ein Bügelfurnier mir holen, also quasi, wo auf der einen Seite schon so ein Schmelzkleber drauf ist. Das habe ich jetzt letzten Endes doch nicht gemacht, einfach weil ich ein ziemlich günstiges Angebot gefunden habe hier von diesen kleinen Platten. Also dieses ganze Päckchen hier hat mich jetzt 10 Euro gekostet. Und das ist aber, ich sag mal, perfekt hier für die Mikro-AMTs. Das Ganze geht jetzt so vonstatten, dass wir erstmal eine Seite des Furniers ein bisschen anfeuchten. Dann drehen wir das Ganze um. Tragen dann hier auf der Box erstmal ein bisschen Holzleim auf, dann tragen wir hier drauf Holzleim auf. Das Ganze muss dann ziemlich gut verteilt werden. Ja, und dann wird das hier draufgelegt und mit dem Bügeleisen verbügelt, festgebügelt sozusagen. Ja, und das werden wir jetzt erstmal machen. Ja, jetzt sieht man schon, wie sich das hier wellt, weil wir Wasser aufgetragen haben. Das ist auch der Grund, warum wir Wasser auftragen, denn wenn wir einfach nur Leim auftragen, wo ja auch Flüssigkeit drin ist, wird das Ganze auch wieder so wellen. Das heißt, wir tragen von der einen Seite Wasser auf, von der anderen Seite Leim und dann bleibt das halbwegs gerade. Ist natürlich besonders wichtig, dass man alles, also auch die ganzen Kanten, gut mit dem Leim benetzt. Weil sonst haftet es nachher einfach nicht überall. So, jetzt ist überall da, wo Leim hin soll, Leim drauf. Jetzt lassen wir es noch ein ganz kleines bisschen anziehen. Ich denke mal so, ja, ich weiß nicht was, 5 Minuten vielleicht. Probieren das dann immer, dass das so ein bisschen pappig wird. Ja, ich würde sagen, jetzt probieren wir das Ganze mal. So, dafür tue ich das jetzt einfach hier mal so drauf. Schön mittig. Jetzt wird das Ganze noch mal ein bisschen befeuchtet. Das machen wir, wenn wir da jetzt gleich, das machen wir deswegen, wenn wir jetzt da gleich mit dem Bügeleisen drüber gehen, dass quasi so diese oberen Holzschichten nicht verbrennen. Gut, ja, das Bügeleisen ist einfach auf heißeste Stufe eingestellt.
geht's jetzt mal los. So, das war's jetzt schon mit der Rückseite. Jetzt lassen wir das Ganze noch ein bisschen tatsächlich mal aushärten. Und dann geht es ja darum, hier die überstehenden Bereiche zu entfernen. Und dazu kann man sich einfach hier so einen Schleifblock nehmen und dann quasi so über die Kanten in einem 45-Grad-Winkel drüber gehen, bis diese überstehenden Teile eigentlich dann von alleine abfallen. So, und jetzt sieht man hier schon, wie sauber so eine Kante wird. Und das machen wir jetzt einmal rundherum. Jetzt hier erstmal unsere furnierte Rückseite aus. Also wie man sieht, es hat eigentlich ganz gut funktioniert und ging eigentlich auch ziemlich schnell. Und so machen wir jetzt einfach weiter. Jetzt kommt, wir haben jetzt die Rückseite. Dann machen wir jetzt, würde ich sagen, beide Seiten erstmal. Dann setzen wir oben die Kappe drauf. Und ganz zum Schluss furnieren wir dann vorne. Ja gut, also die Boxen, die sind jetzt fertig furniert. Das hat zwar ein paar Stündchen gedauert, um ehrlich zu sein, aber ich denke, das Ergebnis kann sich eigentlich sehen lassen. Ihr habt es ja in dem kurzen Videozusammenschnitt gesehen, wie diese einzelnen Furnierblätter hier aufgetragen worden sind. Das Schleifen danach war dann natürlich immer eine ziemlich zeit- und schweißraubende Sache. Danach wurde das Ganze dann mit so einem farblosen Hartwachsöl einfach eingerieben. Das Ganze wurde dann ungefähr einen halben Tag draußen auf dem Balkon, konnte das Ganze dann austrocknen. Ja, und so sieht jetzt das fertige Ergebnis aus. Als nächstes müssen wir jetzt erstmal hier die Polklemmen wieder einschlagen. Dann die Dämmung wieder einbringen, dann schließen wir die Frequenzweiche wieder an, verlöten die Chassis wieder und schrauben die Chassis rein. So, und das machen wir jetzt mal. Das sind jetzt die fertig aufgebauten Mikro-AMTs. Wie ihr seht, Chassis sind drin, Dämmung ist hier drin, Polklemmen sind eingeschlagen. Ich denke, das Resultat kann sich echt sehen lassen. Die sehen wirklich top aus, die Dinger. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, dass wir einmal den Frequenzgang nochmal aufnehmen. Dann können wir so ein bisschen den Vergleich ziehen, ob sich das ganze Einspielen jetzt auch wirklich gelohnt hat. Ja, und dann ist, denke ich, auch mal schon Zeit, dass wir mal so eine Art Fazit zum Bau dieser Box hier ziehen. Jetzt sehen wir hier den aufgenommenen Frequenzgang der Mikro-AMT. Genau wie bei der Messung im noch nicht eingespielten Zustand erstmal auf Höhe der Achse des Hochtöners. Ich kann ja mal noch die alte Messung mal dazu schalten. Das ist jetzt hier die rote. Also die blaue Messung steht für den eingespielten Zustand und die rote Messung für den nicht eingespielten Zustand. Wenn ich mir das so ansehe, würde ich mal behaupten, da hat sich eigentlich kaum was getan. Also klar sieht das hier ein ganz kleines bisschen anders aus, also unterscheiden sich diese Kurven, aber das ist alles in so einem geringen Rahmen. Ich würde mal behaupten, da hat sich nichts dran getan. Was heißt das für uns? Ja, das heißt eigentlich was ziemlich Gutes für uns. Nämlich wir haben nach wie vor im eingespielten Zustand einen schönen linearen Frequenzgang. Genau das, was wir eigentlich haben wollen. Also damit kann man echt zufrieden sein. Ja, hier sehen wir jetzt mal beide Kurven im Vergleich. Einmal, wo das Mikrofon 30 cm oberhalb des Hochtöners positioniert ist. Das ist die braune, jetzt hervorgehobene Kurve. Und einmal, wo das Mikrofon 30 cm unterhalb des Hochtöners positioniert ist.
Ja, und auch hier würde ich mal sagen, kann ich, um ehrlich zu sein, kaum große signifikante Unterschiede feststellen. Natürlich sieht das auch hier so irgendwie in diesem Bereich, also zwischen 150 und 400 Hertz, ein bisschen unterschiedlich aus, diese beiden Kurven. Ich würde aber mal nicht sagen, dass das jetzt irgendwie mir beim Hören besonders aufgefallen ist oder was auch immer. Also das ist, würde ich sagen, ein rein messtechnischer Unterschied, der in der Praxis, zumindest für mich, nicht wirklich hörbar war. Ja, was gibt es denn jetzt hier abschließend zu diesem Frequenzgang zu sagen? Ja, ich meine, ihr seht selber, das ist ein ziemlich lineares Ding hier über den gesamten Frequenzbereich, den die Box abstrahlen soll. Natürlich gibt es hier gewisse Buckel und auch Täler drin. Das ist aber, ich sag mal, ganz normal, wenn man so eine Messung hier in so einem normalen Wohnzimmer macht. Das sind dann einfach Schallanteile, die vom Boden oder von den Wänden reflektiert werden. Ja, und dann ist natürlich die Messtechnik einfach so hochauflösend, dass sowas dann auch alles hier mit abgebildet wird. Das hätte ich natürlich auch irgendwie schön glätten können. Darum ging es mir jetzt aber nicht. Ich wollte euch einfach mal einen tatsächlichen, realen Eindruck von dieser Box geben, einen messtechnischen Eindruck. Ja, und verstecken muss ich diese Box in keinster Weise. Ja, was sage ich denn jetzt abschließend zu den Teilen hier? Ich denke, für den Preis kriegt man hier eine ganze Menge Box. Das Aufbauen hat echt Spaß gemacht, ging wirklich leicht von der Hand. Also ich meine, ihr habt es ja gesehen, ich habe das Ganze hier am Küchentisch mit normalen Werkzeugen gemacht, also mit kein Profi-Werkzeug oder was auch immer benutzt. Das ging wirklich echt gut von der Hand. Das Ganze ist wirklich passgenau geworden. Ich finde jetzt das Finish, was ich jetzt hier gewählt habe mit dem Furnier, sieht richtig top aus. Durch das ganze Ölen dieses Furniers ist das hier nochmal so ein bisschen dunkler geworden. Das sieht wirklich echt edel aus, dann einfach in Verbindung mit den schwarzen Chassis hier drin. Ja, was sage ich denn jetzt zum Klang der beiden Mikro-AMTs hier? Ich meine, ist natürlich klar, das sind jetzt keine riesengroßen Standlautsprecher, mit denen man was weiß ich für große Wohnzimmer oder sowas beschallen kann. Dafür sind die auch gar nicht gemacht, dafür ist es auch gar nicht gedacht. Die Dinger hier, die eignen sich einfach perfekt, um die zum Beispiel links und rechts neben den PC-Monitor zu stellen. Ja, oder vielleicht irgendwie in so eine Art kleines Arbeitszimmer. So, oder natürlich auch für jedes Kinder- oder Jugendzimmer geeignet. Ich kann einfach nur nochmal sagen, der Aufbau hat echt Bock gemacht. Das Klangergebnis ist vor allem für das Geld, also für die Preiskategorie, wirklich überzeugend. Ja. Ich ärgere mich nicht, diese Dinger hier aufgebaut zu haben. Wie sieht es aus vom Bass? Ja, ist ein ziemlich kleiner Tieftöner jetzt, so wie er hier verwendet wird. Also ich meine, dass der nicht besonders viel Tiefbass kann, ist auch klar. Aber für das, wofür ich das Ganze jetzt verwenden werde, sprich Filme gucken irgendwie am PC so, oder auch Musik mal was nebenbei im Hintergrund laufen lassen, dafür ist das Ding allemal perfekt. Und ja, wirklich erstaunlich eigentlich auch, was aus diesem winzig kleinen Gehäuse hier dann doch noch rauszuholen ist. Ja, und natürlich hier der AMT-Hochtöner. Also so ein AMT, der hat ordentlich Druck, also der kann ordentlich, wenn er will. Ja, und das führt natürlich dazu, dass man ja auch ganz besonders die Höhen eigentlich ziemlich prägnant und ja, kristallklar oder sowas, sage ich mal, auch raushört. Also was besonders gut ist, wenn man Stimmen hören will. Also es macht den ganzen Höreindruck irgendwie brillanter, sage ich mal. Ich meine, das spiegelt sich natürlich auch irgendwo in dem Frequenzgang wieder. Ne? Wir haben gesehen, ziemlich linearer Frequenzgang. Also das heißt nicht nur ja, das subjektive Gehör, sondern auch die tatsächlich objektiven Messergebnisse zeigen, dass hier tatsächlich was drinsteckt. Ja, ach ja, ich wollte ja noch was dazu sagen, ob es jetzt wirklich aus meiner Sicht zumindest notwendig ist, den Holzbausatz von Speaker Buddies mit dazu zu kaufen oder ob man das Ganze auch, ja, ich sag mal, in Eigenregie mit Zuschnitten aus dem Baumarkt erledigen kann. Meine ganz ehrliche Meinung ist, dass es sich auf jeden Fall lohnt, die Frontwand bei Speaker Buddies zu kaufen. Ganz einfach deswegen, weil die professionell mit einer CNC-Fräse vorbereitet ist, also sprich, da ist alles genau an der richtigen Stelle, wo es sein muss. Die Vertiefungen haben genau die Tiefen, die sie haben müssen und so weiter. Das ist nämlich eine Sache, die ja mit normalem Werkzeug, sage ich mal so, zu Hause fast unmöglich ist herzustellen in so einer Qualität. Ja, von daher eine ganz klare Empfehlung, zumindest diese Frontwand hier zu kaufen.
ja, der restliche, also die restlichen Seitenwände und so weiter, ja, das hat es jetzt natürlich wirklich ziemlich einfach gemacht, einfach weil da auch ja gewisse Nuten und so weiter drin sind. Das ist allerdings eine Sache, da denke ich, das kriegt auch derjenige, der ein bisschen mit der Stichsäge und so weiter umgehen kann, eigentlich auch noch ganz gut hin. Danach muss dann zwar ordentlich geschliffen werden, wer sich das alles ersparen will, der sollte, denke ich mal, auf den kompletten Holzbausatz zurückgreifen. Ja, aber jeder, der von sich denkt und auch Lust dazu hat, handwerklich da ein bisschen Zeit und Geschick reinzustecken, der ist, denke ich, gut damit bedient, sich nur die Frontwand zu holen und den Rest des Gehäuses, ja, ich sag mal, in Eigenregie aufzubauen. Ja gut, ich nehme jetzt mal wieder hier die beiden Schätzchen unter den Arm und ja, die mal wieder aufbauen gehen. Man sieht sich beim nächsten Mal.